Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir haben aktuell noch 10 Stunden auf der Uhr, bis es 2023 ist. Und ich wollte einfach mal mit euch zusammen durchgehen, was für Ziele habe ich mir denn gesetzt für YouTube, Twitch, TikTok, was habe ich erreicht, wie viele Euronen sind dabei rumgesprungen. Ist vielleicht auch ganz interessant, so was verdient man denn als Mini-Streamer? Und da will ich auch transparent sein. Ich meine, ist ja durch euch zustande gekommen. Ihr werdet unten noch eingeteilt finden, wann ich was thematisiere. Jetzt kommen wir aber zuerst zu der Plattform, die ich unfassbar random finde, nicht einschätzen kann, TikTok. Ihr kennt alle TikTok-Prinzip, ist bekannt. Ich erkläre es trotzdem kurz. Ihr benehmt euch wie ein Vollidiot, macht euch zum Affen, ladet das Ding hoch. 12-Jährige finden es geil, liken das Ding und es explodiert. Ich habe dieses Jahr nicht wirklich was auf TikTok hochgeladen. Ich habe, glaube ich, 3 Videos hochgeladen, indem ich einfach bestehende Memes nehme, sie ein bisschen umwandle, auf Deutsch übersetze und ein Video daraus mache. Fand ich lustig, habe ich gemacht. Ich glaube, 3 Videos habe ich noch geladen. Das Ding dabei ist, du lädst es hoch, denkst dir nichts dabei, gehst pennen, wachst auf, dein Handy ist voller Nachrichten. Ich bin Mensch, ich stehe auf dunklen Humor, das lebe ich auf TikTok aus. Jetzt hat mein letztes Video zum Beispiel über 1 Million Aufrufe und auch über 100.000 Likes innerhalb einer Woche. Und was wir damit verdienen können, das zeige ich euch auch gleich noch. Worauf ich hinaus wollte, falls du dunklen Humor magst, folgt mal rein, vielleicht kommt mir mal wieder was. Ich bin aktuell bei 13.000 Followern und quasi so ein Ultra-Z-Bommi. Nee, Spaß beiseite. Mit diesem einen Video, beziehungsweise mit den 3, eins davon ist nur über 50.000 Aufrufe, deswegen sage ich immer nur ein Video. Dieses Video, haltet euch fest, es ist für mich ganz unvorstellbar, ich verstehe es bis heute nicht, hat 17 Euro und ein paar Cent eingebracht für 5 Minuten Arbeit hochgerechnet mit Klopause. Also du findest etwas lustig, hältst dir das Handy dahin, bringst es in Videoform, lädst es hoch, kriegst 1000 Abonnenten, tausende Likes und Geld dafür für keine Arbeit eigentlich. Zudem habe ich auch noch 1, 2, 3 Mal TikTok-Streams ausprobiert übers ganze Jahr, habe dadurch auch knapp 1 Dollar noch verdient, aber ich bin ehrlich, ich bin fetter Nerd. Mir sind TikTok-Streams einfach zu anstrengend. Du musst die ganze Zeit um Likes betteln. Teil das mit deinen Freunden, Postboten, Familie, Verwandte und Unbekannte. Bleib drin. Ist mir zu anstrengend. Bin ich ehrlich, ist mir persönlich einfach zu anstrengend. Auch wenn es sehr lukrativ ist von der Reichweite her. Die Zahlen sind hoch, aber ist mir zu anstrengend. Ich will entspannt mit euch zocken und mich jetzt nicht für Likes ausziehen. Obwohl, das wäre eigentlich auch auf einer anderen Plattform, ja. Deswegen TikTok eigentlich nur so ein... nicht mal ein Spaßesprojekt, sondern einfach ein Random-Projekt, was nebenbei irgendwie läuft und semi funktioniert. Keine Ahnung, könnt ihr vielleicht mal bewerten. Aber kommen wir zu meinem Baby, wo am meisten Liebe reingeht, am meisten Zeit, wo aktuell auch ein Kollege, Maxi, Grüße gehen raus an dich, mir beim Videoschneiden hilft, YouTube. Dieses Konzept, dass du Zeit in Video steckst, Liebe, Zeit und Ideen, das dann schneidest, aufnimmst, hochlädst, ein Thumbnail erstellst und es dann einfach da sitzt und Leute darauf zugreifen können und das dann über das ganze Jahr über immer wieder anschauen. Das ist einfach ein geiles Konzept. Das macht mich persönlich richtig glücklich. Was ich aber auch sagen muss, es macht auch ein bisschen süchtig. Du hast diese Handy-App, diese YouTube-Handy-App, wo du die ganze Zeit deine Zahlen nachschauen kannst und gerade an so Tagen, wo nicht so viel zu tun ist. Du hast frei, sitzt auf dem Sofa, entspannst. Bist du die ganze Zeit am Handy und schaust diese Zahlen an und freust dich alle halbe Stunde, dass die Zahl von 2 auf 5 gesprungen ist. Bist traurig, wenn ein Abonnent weniger ist. Bist happy, wenn ein Abonnent mehr ist. Muss man wirklich aufpassen. Also diese Zahlen machen echt schnell süchtig, obwohl du ja quasi nichts davon hast. Aber es ist einfach ein geiles Hobby. Anfang des Jahres standen wir somit bei 231 Abonnenten, was finde ich schon keine kleine Zahl ist, wenn man sich das mal überlegt. Und mein Ziel waren es 500 Abonnenten. 500 ist eine schöne Zahl, haben wir glücklicherweise übertroffen. Gingen auch einige Videos besser ab, als ich gedacht hätte. Wir sind aktuell bei 656 Abonnenten. Finde ich cool. Du sitzt jetzt vielleicht da und sagst dir, 650 Leute ist nicht so viel. Trimax und Montana Black haben 500.000 Abonnenten dieses Jahr gemacht. Junge, Hals, Maul, wirklich Hals, Maul, beißen Backstein oder so. Ich stell dir mal 500 Leute auf deinen kleinen Zeh und dann wünschst du, es wären nicht so viele. Nee, also das, ich stell dir 560 Menschen vor, die dir auf Deutsch übersetzt einfach hinterherlaufen den ganzen Tag. Finde ich krass. So viel dazu. Ich konnte auf jeden Fall in den letzten 365 Tagen oder im Jahr 2022 über 75.000 Klicks erwirtschaften, ergattern, keine Ahnung, wie man es nennen will. Das finde ich echt vieles dafür, dass man bedenkt, dass ich einfach nur Tipps-Videos erstelle für ein Videospiel, damit Leute das besser verstehen. Keine Ahnung, also wenn du neu in League of Legends bist, schau mal in Videos vorbei, vielleicht hilft dir was. Kommen wir wieder zum spannenden Part, ich halte es kurz. Wie viel verdient man mit 600 Abonnenten und 75.000 Klicks aufs Jahr?
Spoiler, nicht einen Cent. Man muss, um auf YouTube Geld zu verdienen und noch andere weitere coole Features zu haben, YouTube-Partner sein. Um sich als YouTube-Partner bewerben zu können, muss man mindestens 1000 Abonnenten haben oder 4000 Stunden Watchtime bzw. 240.000 Minuten Watchtime bzw. 14.400.000 Sekunden Watchtime. Kopfrechnen. Warte, ich habe es mir aufgeschrieben, lese es einfach nur ab. Und das ist nicht wenig. Das ist durchschnittlich... Jetzt habe ich vom Kopfrechnen geplant, jetzt muss ich ganz kurz nachrechnen. Durchschnittlich 11 Stunden am Tag müssen deine Videos geschaut werden. Das ist ordentlich. Wenn du dich dann beworben hast, wird dein Kanal auf Red Flags oder Community-Richtlinienverstöße überprüft. Und falls ja, bist du kein YouTube-Partner. Falls du keine Verstöße hast, wirst du zum YouTube-Partner ernannt. Ist ein schweres Ziel, das setze ich mir dieses Jahr, YouTube-Partner zu werden, aber sollte machbar sein. Falls du mir helfen willst, gerne diesen roten Knopf unter dem Video, wo Abonnieren fett draufsteht, drücken. Danke dir. Ich möchte das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Falls es irgendwelche Statistiken gibt, die euch interessieren, die ich jetzt nicht hier gezeigt habe, sei es TikTok, YouTube oder Twitch, was gleich kommen wird, schreibt es mir einfach gerne in die Kommentare, da helfe ich euch dann oder beantworte euch alles, was ihr wisst. Kommen wir zu Twitch, der wegen Geldgeilheit bekannten Streaming-Plattform, auf der die YouTuber und Streamer immer unzufriedener werden. Aber ich finde es eigentlich noch immer recht geil. Twitch ist ein schwieriges Thema als kleiner Streamer, als kleiner YouTuber, denn für Kinder ist da eigentlich keine Reichweite. Also ohne viel Glück oder einen Push durch größere Streamer, YouTuber, kriegst du dort eigentlich keine Reichweite. Du musst gut networken können, sei es mit anderen Streamern oder Organisationen oder sonst was, dass du einfach Communities erweiterst, verknüpfst, da arbeite ich dran. Ist nicht so einfach, ist nicht meine Stärke, arbeite ich dran. Und was ganz wichtig ist, man muss auf den anderen sozialen Netzwerken, heißt YouTube, TikTok, Twitter, OnlyFans, Tinder, was gibt's noch, Snapchat, aktiv sein und das promoten, damit da auch Leute draufkommen. Das heißt, als Twitch-Streamer, als kleiner Twitch-Streamer ist Geduld dein bester Freund. Ich konnte im Jahre 2022 jetzt 334 Abonnenten dazu gewinnen, bevor man gleich mal wieder 200 abziehen muss. Durch Botting, Follow-Botting, sonstiges. Also sind wir bei ungefähr 130, würde ich sagen. Also aktuell bei 472 Followern. Was aber bei Twitch gleichzeitig cool, aber auch ein bisschen unbelohnt sich anfühlt, ist, 70% der Follower kriege ich, während ich gar nicht streame. Das heißt, ich habe nicht diesen, boah, Moment, ich habe einen Follower mehr, sondern die kriegst du eigentlich gar nicht mit, denn die kommen von YouTube oder TikTok. Followen dir da, während du gar nicht live bist. Das heißt, von denen kriegst du gar nicht so viel mit. Ist aber trotzdem cool, wenn du dann irgendeinen neuen Namen im Chat siehst. Ansonsten hier noch ein paar Statistiken mit teilweise hohen, nicht greifbaren Zahlen, die man sich so gar nicht unbedingt vorstellen kann. Durchschnittlich hatte ich 3,7 Zuschauer auf 680 Stunden Streamzeit. Ich muss sagen, was halt cool ist, man wächst so wie so eine kleine, aber feine Freundesgruppe zusammen als Streamer, weil du sind halt immer dieselben Leute und du zockst mit denen, du hast Spaß mit denen, du redest auch mal so mit denen. Wenn du dazugehören willst, Discord, Twitch, komm rein, zocken wir zusammen. Und jetzt auf den Moment, auf den du wahrscheinlich gewartet hast, meine Twitch-Einnahmen 2022. Schreib mir gerne in die Kommentare, denkst du, es wäre höher gewesen oder denkst du, es wäre niedriger gewesen? Würde mich sehr interessieren, weil was ich so immer mitkriege ist, Leute denken immer, man verdient massig. Also, ja, schreib's mir in die Kommentare. Bin ehrlich, so die ganzen Jahresstatistiken hatte ich mir selbst noch nicht so richtig angeschaut. Das heißt, das Video ist auch cool für mich. Ich habe im Jahr 2022 mit Twitch insgesamt, ja, knapp $290, also laut aktuellem Kurs ca. 270 Euro verdient. Krass, ey, danke. Wirklich. Was ihr hier aber nochmal sehen könnt, was ich wirklich sehr krass finde und woher auch die ganze Kritik von Twitch oder auf Twitch kommt, ist, ich hatte dieses Jahr 3 Subscriber mehr als letztes Jahr, jedoch nur knapp die Hälfte der Einnahmen durch Subs bekommen. Liegt ganz einfach daran, dass die Subkosten Ende letzten Jahres um 1 Euro billiger gemacht wurden, was ja im Prinzip jetzt erstmal nichts Schlechtes ist. Und die Twitch Prime Einnahmen, was eigentlich die größte Einnahmequelle ist, weil es ist kostenlos für jeden, der Amazon Prime hat, wurden auch nochmal um 1 Euro runtergesetzt. Also fast 50%. Im Vorjahr ca. $2,50 pro Twitch Prime Sub bekommen. Jetzt sind wir bei durchschnittlich je nach Wechselkurs $1,60. Keine Ahnung, ob es am Wechselkurs liegt, aber es ist jeden Tag ein anderer Wert. Also, sage ich einfach mal, damit ich schlauer klinge. Im Groben und Ganzen darf man sich aber nicht beschweren. Ne? Natürlich steckt man viel Zeit und Liebe da rein, hat immer neue Ideen, probiert was aus, gradet ab, macht sein Setup schöner, ist natürlich klar, aber ich kriege immer noch Geld dafür, dass ich einfach am Zocken bin und Spaß mit euch habe. Es ist ja einfach nur mein Hobby, wenn ich überlege, ihr kriegt kein Geld dafür, dass ihr einfach nur zockt, es sei denn, ihr seid irgendwelche Pro-Player, sorry. Das Schlimme ist, oder das Schöne ist, ich bin dann auch immer mega überfordert, wenn dann irgendwie Bits oder Subs oder Gifted Subs reinkommen, weil ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und es kommt da meist irgendwie so hier zustande. Das ist ein ziemlich schön.
Oh, wir haben einen Kill bekommen. Digga. Das ist ja wunderschön. Das habe ich noch nie gesehen. Aber was ist mit dir? Für Twitch nehme ich mir für das Jahr 2023 nicht wirklich ein Ziel, außer dass ich mit Spaß dabei bleibe und aktiv dabei bleibe und dass du jetzt auf Twitch kommst und mir deinen Prime-Sub da lässt, aber Dalli. Doch wenn mich meine Kopfrechenkünste noch nicht ganz verlassen haben, sind wir also somit insgesamt bei circa 308 Euro, was ich cool finde. Ich danke euch, ey, wirklich. Es fühlt sich jetzt, wenn ich mir so die ganze Zahl anschaue, fühlt sich schon wieder ganz komisch an. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Weihnachten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und noch viele tolle Ziele, Erfolge im Jahr 2023. Und ein letztes Mal dieses Jahr. Tschüss. Bitte.